wunderschönen guten Tag. Ich möchte als nächstes mit Ihnen die Themen Präeklampsie-Help-Syndrom und die Differentialdiagnose durch Lebererkrankungen behandeln. Viele der Empfehlungen, die ich Ihnen in dem nächsten in dem Vortrag sagen werde, sind dieser Leitlinie entnommen: hypertensive Schwangerschaftserkrankungen, Diagnostik und Therapie. Hypertensive Schwangerschaftserkrankungen sind die dritthäufigste maternale Todeserkrankung in der westlichen Welt. Sie hatte eigentlich zwei Kardinalsymptome. Das war auf der einen Seite der erhöhte Blutdruck und auf der anderen Seite die Proteinurie. Wir sprechen primär von hypertensiven Schwangerschaftserkrankungen oder hypertensive Erkrankungen in der Schwangerschaft. Wir unterscheiden, und das ist alte und neue Leitlinie, auf der einen Seite den chronischen Hypertonus, das ist der Hypertonus, der schon vor der Schwangerschaft da ist oder vor der Schwangerschaft, vor der 20. Woche aufgetreten ist. Und dann den Gestationshypertonus, das ist der Hypertonus nach der 20. Das heißt, wenn wir uns die Symptome des zweiten Trimenons anschauen, dann steht im Mittelpunkt der Präeklampsie die plazentare Dysfunktion. Das heißt, durch diese plazentare Dysfunktion kommt es zu einer Imbalance zwischen antiangiogenen Faktoren wie dem S-FLIT und angiogenen Faktoren wie dem PLGF. Das heißt, wie betreuen wir unsere Patienten? Wir können sie ambulant betreuen, wenn sie adäquat kooperationsfähig sind und auch wöchentliche Kontrollen gewährleisten. Sie sollten sie schonen, Stressfaktoren ausschalten. Eigentlich gibt es nur eine kausale Therapie der Präeklampsie, das ist die Entbindung. Wir haben medikamentöse Optionen, aber nicht um die Präeklampsie zu behandeln, sondern nur um halt den Blutdruck einzuschalten. Was sagt die Leitlinie zu diesem Thema? Schwangere mit Blutdruckwerten über 160 zu 110 zeigen ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer Präeklampsie mit Nierenversagen, Schlaganfall, Frühgeburtlichkeit. Wann entbinden wir? Es ist klar, die einzige kausale Therapie der Präeklampsie ist die Entbindung und wir müssen wieder abwägen zwischen der Frühgeburtlichkeit auf der einen Seite und der fetalen und maternalen Gefährdung. Machen wir beim HELLP-Syndrom. Das sind Empfehlungen jetzt quasi auch von Cochrane beziehungsweise von einer anderen Meta-Analyse, die eigentlich sagen, es gibt keinen Benefit der Prolongation des HELLP-Syndroms. Das heißt, wenn wir das ganz strikt sehen, ist das HELLP-Syndrom eine Entbindungsindikation. Erstmal haben Sie nochmal ein erhöhtes Risiko in der postpartalen Phase. Das heißt, bis zu 7, teilweise bis zu 10 Tage kann das auch noch exerzieren. Wenn wir uns den Schwangerschaftsikterus anschauen, Virushepatitiden können in allen Schwangerschaften vorkommen. Die Schwangerschaftskolestase eher im dritten, das HELLP-Syndrom auch eher im dritten, aber auch im späten zweiten. Die Schwangerschaftskolestase ist erstmal eine reversible intrahepatische Form der verminderten Gallensekretion. Wir haben regionale Häufungen. Es ist typischerweise Hormon. Letztes Risiko, die Schwangerschaftsfettleber. Schwangerschaftsfettleber, Gott sei Dank eine ganz seltene Situation mit 1 auf 20.000 Schwangerschaften.